Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Verrücktes Intro. Es ist 5.30 Uhr ungefähr. Ich werde wieder einen Tag im Leben von mir aufnehmen. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Sie haben sich vielleicht gewünscht, dass sie es diesmal ein bisschen business-versierter haben wollen oder so, wo ich halt ein bisschen unterwegs bin und nicht nur Privatleben. Und das mache ich jetzt und ich dachte mir, nehme es jetzt auf. Dienstag ist Vita-Welt-Shooting, Mittwoch nach Frankfurt wegen einer Verlosung, Autoverlosung. Wir werden Porsche verlosen. Ich weiß nicht, ob es bis dahin schon announced ist, aber haben wir, glaube ich, schon mal im Stream angesprochen. Ich will es jetzt machen, weil ich noch in der Elden Ring-Sucht bin, weil ich unbedingt so ein paar kleine Bosse besiegen wollte. Mit Carsten zusammen im Discord, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin fast tot, Bro. Ich bin tot. Ja. Einfach weglaufen. Eli, kann es sein, dass dein Monitor kaputt ist? Da steht immer nur, sie sind tot. Das Medaillon gibt er auch, ohne ihn zu töten. Eligella auf die 1, hat den Boss fast, fällt runter, befindet sich im freien Fall. Ja! Ist das hier? Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, euch gefällt das. Könnt ihr mir reinschreiben, ob ihr das fühlt. Ich erkläre euch alles im Laufe des Tages und nehme euch einfach mal mit. In, ja, so 5 Stunden muss ich aufstehen. Dann habe ich eine Fokusaufnahme. Aber wenn es soweit ist, wir sehen uns am nächsten Tag. So, Freunde, wir haben den nächsten Tag, den nächsten Morgen. Es ist 11 Uhr. Eligella hat jetzt eine Fokusaufnahme. Die haben wir ungefähr einmal die Woche. Das ist der Squad. Hier ist zum allerersten Mal wahrscheinlich eine dabei vom Focus Female Team. Also vom Velo Team. Die machen bis jetzt alles weg, Freunde. Sehr, sehr stark. Bin ich stolz. Und die anderen Pisser kommen immer zu spät. Reason, Musti. Muss ich mich immer rumschlagen mit sowas. Die Fokusaufnahmen sind fertig. So sieht es dann übrigens immer aus. Man macht Videos. Die sind dann hier im OBS. Dann zieht man sie in den Ordner. Ich gehe jetzt duschen, mich fertig machen, weil in einer Stunde, also um 13 Uhr, haben Sydney und ich ein Shooting. So, momentan sind es übrigens die beiden Parfüms hier, meine absoluten Favorites. Sind aber leider sehr teuer, muss man dazu sagen. Aber wer eventuell mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will, kann sich mal so ein Parfüm hier holen. Aber in den nächsten Wochen wird ein richtig geiler Duft rauskommen von Elevate. Unser erster eigener Duft. Wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geiler Duft. Ihr werdet sehr zufrieden sein damit. Anhaltend, Preis-Leistung ist top. Wird so irgendwo zwischen 60 und 80 Euro sein. Und habt wirklich lange was davon und riecht sehr cool. Ben, wir haben nur noch 2 Monate. In 2 Monaten ist nämlich der Urus da und der wird dann abgegeben. Ich bin so gehypt. Dazu wird dann auch ein Video kommen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, aber ich freue mich so krass, ne? Wie so ein kleines Kind. Sind jetzt hier angekommen in der Halle? Ist ein Dreierding. Fritte, Eligella und unser Kameramann. Der Mann hat einfach mehr Follower als wir, ne? Auf Instagram. Das ist brutal. Wie viele Follower hast du? 1,3 Millionen. Wir shooten jetzt. Hier haben wir zum Beispiel einer dieser neuen Getränke. Das ist Meerfruchtvanille, also Maracuja-Vanille. Dann Hibiskus zum Beispiel. Wir haben auch einmal Kaktusfeige und wir haben auch einen Klassiker mit Pfirsich. Die kommen in 4 Wochen auf den Markt, müssen jetzt nochmal alles shooten und haben natürlich auch weniger Kalorien und weniger Zucker, aber es ist kein Vitaminwasser. Das hier wirklich, Freunde, hier hat ein Kalorien, kein Zucker, das ist wirklich gesund. Da muss man ganz klar sagen, da sind wir auf Geschmack gegangen. Das ist trotzdem immer noch jetzt nicht komplett Müll ist, ne, von den Mehrwerten her, aber es ist auf jeden Fall, das kann man sagen, es ist nicht mehr gesund. Es ist so ganz frisch aufgebrühter Tee. Ihr werdet es auch schmecken. Also für die Leute, die sich mehr Geschmack gewünscht haben. Ist sehr, sehr geil. Ja, so geil, dass du Manni und Diego mitgebracht hast. Willst du damit Fotos machen? We put out the feathers for this type of weather. She put it a club, the bus up a dove. She came over, Also, du, ein bisschen choppy bist du geworden. Ich hab zugenommen. Miami war lecker. Wir brauchen ein paar Outfits und ich wollte ein Hoodie von Sydney nehmen. Und ich dachte, er hat L. Aber Freunde, ich hab mittlerweile gesehen. Mittlerweile hat er auch eine XL, ne? Ja,
Und auf dem T-Shirt sind irgendwelche Essensreste. Digga, was ist mit dir los? Langsam nimmt es überall. Tomatensauce. Digga, was hat der denn mit seinen Haaren gemacht? Ich schwör's dir, du hast 4 verschiedene Farben. Ganz kurz. Hier ist gelb oder so, dann ist hier so ein blau, dann ist hier ein anderes blau und hier ist lila und dann kommt hier nochmal. Digga, was hast du denn da gefärbt? Galaxy Skin, Digga. Also wirklich mit den Typen Bilder zu machen, das ist so anstrengend. Ich musste mich gerade ein bisschen weiter nach vorne stellen als er. Und er hat mir die ganze Zeit am Arsch gefasst. Und am Schwanz. Leichten Körperkontakt. Mann, das ist wirklich unangenehm. Ich muss auch spüren, wo ich bin. Die nehmen gerade irgendein Reel auf. Das Internet ist fake, Freunde. Das Internet ist fake. Er macht jetzt so ein cooles Ding mäßig. So, Shooting ist zu Ende. Sydney und ich gehen jetzt noch was essen. Wir testen mal einen neuen Laden. Ich esse gar nicht so oft am Tag. Das ist jetzt meine erste Mahlzeit. Das ist so fast 16 Uhr. 1 bis 2 Mal, eher 2 Mal, aber dann halt ein bisschen größer. Wir sind jetzt da. House of Dorn. Sie haben Bilder im Internet gesehen und die sahen ganz gut aus. Wir waren beide noch nicht hier. Ich verstehe aber die Karte nicht. Ja, die Karte sind nicht vielversprechend aus. Uns ist gerade aufgefallen, dass der Laden vegetarisch ist. Wir hatten echt Stress beim Bestellen gerade. Du hast ganz... Das Orangensaft mit Ingwer und Zimt. Ja, aber das ist eine Quatschbestellung, sage ich. Und er hat sich einen scharfen Apfel. Der ist scharf, ne? Das Getränk ist scharf. Ja, einfach heißt Orangensaft. Sag mal 10 auf Japanisch. Ichi, ni, san, si, go, roku, nanahashi, kyuju. Das ist bis 10 auf Japanisch 10 und der sagt, das ist scheiße. Er fragt den Kellner, aus welchem Land die hier kommen. Ich hab richtig geraten, welches was kann, Vietnam, hab ich gesehen. Und wenn er aus Japan gekommen wäre, hättest du jetzt... Ich ein bisschen Japanisch geredet. Hättest du ein paar Zahlen geglaubt. Ja, ich kann auch ein bisschen reden. Hier sind die Jungs, Udon-Nudeln. Vorspeisen waren gut, muss ich sagen. Wie ist deins? Ist auch gut. Fast fertig. Das essen wir noch. Die anderen Sachen sind schon finished. Laden kriegt von mir eine 6,5. Ich habe nicht so viel erwartet. Ich fand, es war eine 7,5. Echt? Ich fand meine Nudeln echt gut. So, bin wieder zu Hause angekommen. Was geht, Jungs? Ich freue mich immer wieder, wenn ich euch sehe, weil ihr so knuffig seid. Es ist 17 Uhr. Ich nehme jetzt einen Podcast auf. Einmal die Woche Podcast. Ganz, ganz treue Zuschauer hören sich, glaube ich, auch den Podcast an. Der läuft auch gut. Wir haben immer so 100.000 Streams pro Folge. Das sind halt so die sehr verwirkten Jürgen Bürger, die sich sogar Podcast hier anhören. Ja, nehmen das jetzt hier auf mit Tino. Gehen in meinen Discord rein und besprechen dann halt hier unsere Themen. Fragt nicht. So muss das aussehen bei guten Gamern. Podcast ist zu Ende, fertig aufgenommen. Ungefähr 50 Minuten haben wir gerade aufgenommen. Ich bin in einer Stunde live. Ich habe jetzt eine Stunde so zum Chillen ein bisschen. Melina ist hier und meine Schwester ist hier. Ich muss meiner Schwester jetzt erklären, wie sie mein Auto fahren kann, weil sie muss das Auto in die Werkstatt bringen, weil Mercedes will wieder so eine Überprüfung machen. Ihr wisst ja, die Leute wissen das, glaube ich, was ich meine. Du kannst das. So, okay. Also, ist ein bisschen breiter, aber du kriegst es gebacken. Na dann, und hier ist der Startknopf. Da ist der Startknopf. Also, du machst jetzt mal erstmal Fuß auf die Bremse. Und jetzt Startknopf. Okay, passt. Okay. Das musst du, wenn du fahren willst, musst du nach unten. Das ist jetzt Drive. D, nach vorne, ja? Ja, D ist nach vorne. D ist Drive. Und wenn du zurück willst, musst du rückwärts. Eigentlich, du musst nur runter, hoch. Wenn du fertig geparkt hast, auf P drücken, dann parkt es. Okay, das sieht gut aus. Fahren. Jetzt brauchst du hier das Ding hier. Wofür brauche ich das? Damit du da rauskommst. Sie hat es geschafft. War schwer? Geht. Okay, hast du fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Das war jetzt hier eine Probefahrt. Das musst du morgen auch organisiert bekommen. Du schaffst das. Dafür, dass es das erste Mal ist hier mit dem Auto, macht es ganz gut. Obwohl, doch nicht. Stopp. Das ist echt nicht so einfach, hier auch immer einzuparken, weil man kann hier nicht einfach wenden. Jetzt wieder da. Lina auch am Start. Meine Schwester hat uns was zu essen mitgebracht. Das ist so arabisch. Das ist Auberginen-Hackfleisch. Auberginen-Auflauf. Auf Arabisch heißt das Messer A. Schmeckt gut, kenne ich von früher. Wir gehen gleich live in 26 Minuten. Das war dann eigentlich so mehr oder weniger der Tag. Ihr seht, es ist eigentlich immer ganz schön viel los. Nicht jeder Tag ist auch so. Manchmal ist es auch mehr. Eigentlich ist sehr viel online, muss ich sagen. Eigentlich heute auch, heute Weihnachten, ne? Aber so läuft es meistens. So ein paar Termine immer vor dem Stream. Das bekommen die Leute immer nicht so mit. Gleich werde ich halt noch so 6-7 Stunden streamen und dann gehe ich pennen. So, wir sind mittlerweile 4 Stunden live. Elden Ring, Jan mit einem Sub, Roto Zara mit einem Sub. Wir sind in Minecraft gerade noch. Ich werde ein bisschen verarscht von meinem Chat, weil ich angeblich nicht mehr so gut bin. Und wenn jemand nicht so gut ist, warum hat er dann sich
selbst hier alles schon so ercraftet? Ohne Hilfe? Alleine? Kann mir das jemand erklären? Nein, kann man mir nicht. So, es ist jetzt 0 Uhr ungefähr. Wir gehen in Elden Ring rein. In die Sucht! Der Stream ist jetzt offline. Es ist 2:05 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen. Sydney holt mich in 5 Stunden ab. Dann fahren wir zum Flughafen und fliegen von dort nach Frankfurt. Ich halte dich dann morgen wieder auf dem Laufenden. Wir treffen uns dort, weil wir was Wichtiges, ja, also wir werden halt den Wagen verlosen, werden da Bilder machen und ein bisschen, ne, alles Schriftliche machen sozusagen. Wir sehen uns morgen wieder. Okay, Freunde. Eddie Jello ist wach. Wir haben 6:30 Uhr. Sydney holt mich in der halben Stunde ab. Boah. Der Tag wird heute hart. Wir reden gerade wieder über Delay Sports und ich muss mit ihm darüber, das ist ja allein mit dir dieses Gespräch verbunden. Ich muss ihn mit ihm diskutieren, dass wenn er sagt, ein schlechtes Tor, also wenn du jetzt nicht ein schönes Tor schießt. Ich finde es nicht cool. Also es ist gar kein Tor zu schießen besser. Ich habe zum Beispiel einmal habe ich einen Schussfinte gemacht und ist der Gegner hochgesprungen. Das fand ich cooler, als wenn ich ein scheiß Tor mache. Also, obwohl der Ball am Ende nicht reingegangen ist. Ja, Schussfinte. Das ist, Freunde. Der Trick ist auch schwerer als ein Tor. Ja, ja, das geht doch um Tore im Fußball. Das ist wie wenn man bei Harry Potter bei dem Spiel, wenn man eine Spinne sieht, man macht direkt Avada Kedavra. Das macht keinen Spaß. Du musst doch ein bisschen spielen. Super. Das machst du die ganze Zeit, bei jedem Gegner, den du siehst, machst du direkt Avada Kedavra. Das ist langweilig. Das kann man machen, wenn du gegen einen Troll kämpfst, der Level 30 ist oder so, und du rumstruggles, dann kannst du Avada Kedavra machen. Sonst spiel ich ohne Avada Kedavra. I got it cool, 14, the bitch get loose, she's trying to win. Und wie vermasselter Mastigkeit her, muss ja auch irgendwo ein Milchschnitt sein, ne? Immer was zu futtern. Ich hab grad eben gefrühstückt. Immer was Kleines zu futtern. So, ja. 7:30 Uhr, ich gebe euch immer gerne ein Zeitupdate, weil dann kann man sich das hier alles den Tag besser vorstellen. Freunde, ich versuche Sydney zu überreden, dass er auch Elden Ring spielt. Ich habe mir gerade hier gerade nochmal angeguckt. Ich gucke mir auch so in der Freizeit Elden Ring Streams an. Das ist das geilste Game. Was spiele ich für ein Bild? Du hast Geschick und ein Set mit Bluten als Rolle. Blutungsbild, ja genau. Ich spiele Blutungsbild. Kleiner Funfact noch am Rande, weil ich gestern eine Doku geguckt habe und ich habe es gestern zu ihm auch gesagt und der war verblüfft. 90% auf der Erde, also die Erdgeschichte, 90% davon haben Einzeller auf der Erde gelebt. Das heißt, erst seit, keine Ahnung, also 10% der Erdgeschichte waren nur Mehrzeller. Du sagst, ich war verblüfft davon gerade? Ja, schon, du hast Fragen gestellt und so. Die können sich gar nicht vorstellen, wie wir auf dieser Erde sind. So, wir sind jetzt angekommen in und ich schwör's dir, wir fahren glaube ich schon wieder seit 15 Minuten und gefühlt mit dem Bus hier. Der Frankfurter Flughafen. Kleiner Funfact wieder, einer der größten Flughäfen in Europa. Oh, weißt du, kleiner nicer Funfact. Geht so. So, ich sitze jetzt in der Karre drin. Also ich finde es schon sehr clean von innen auf jeden Fall, wie alles aussieht. Wenn ihr den Vlog seht, dann ist das Gewinnspiel auch schon online. Also könnt ihr jetzt nochmal mitmachen. Also sieht schon sehr, sehr geil aus. Und der Mann hat uns das auch organisiert. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Viele kennen dich vielleicht sogar. Die Stuttgart-Fans werden dich kennen. Genau, also ich spiele bei der ersten Mannschaft, bei Stuttgart. Da ich halt Agi und Niklas gut kenne, kam so der Kontakt mit Eli und Sydney. Genau, da dachte ich mir, ey, wir machen eine Verlosung. Wir sind eine Firma, eine Luxusfirma, die halt Luxusgüter vermittelt. Und ja. Wir dachten, wir wollen jetzt direkt starten. Also gerne da auch reinfolgen, Freunde, ist auch eine Bedingung. Erstmal Kuss, dass sie uns da so unterstützen und uns auch den Wagen sozusagen organisiert haben. Er sagt uns jetzt noch mal ein bisschen was zum Auto, was das genau für einer ist. Also Porsche 911er Carrera, Baujahr 22. Wenn ihr ihn gewinnt, habt ihr 1,5 Jahre Porsche-Garantie drauf. Das ist sehr wichtig. PS sind 460 ungefähr, 465. Und Neupreis bei dem Auto, also so wie der Kart steht, ist ungefähr 180.000 bis 190.000, je nachdem, zu welcher Kondition man auch findet. Und der hat aber ungefähr 10.000 Kilometer drauf, ne? Ja, so 11.500 grad. Aber ist ja trotzdem bei so einem Auto nicht viel, Freunde. Ist ein absolutes Traumauto. Die Farbe ist auch sehr, sehr geil. Also Wertverlust
hat Porsche eigentlich nicht. Also du kaufst den und 2 Jahre später ist er immer noch bei 180. Das ist das Gute bei Porsche auf jeden Fall. Ja, also es ist ja dann auch euer Eigentum, Freunde. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ne? Also das ist euch überlassen, ob ihr den Wagen fahrt, ob ihr den verkauft. Das ist euer Ding. Und viele denken ja, Versicherung, bla bla bla. Da ist es auch so, dass die Anfangszeit, oder wie war das? Die genau, also Hermes übernimmt 1 Jahr komplette Versicherung für euch, also für den Gewinner. Ja. Läuft 1 Jahr komplett über uns, die ganzen Kosten. Deswegen könnt ihr kopffrei dieses Auto fahren, ja, falls ihr diese Frage euch stellen würdet. Wird wahrscheinlich aufkommen, könnt ihr gucken, ob es was für euch ist. Und 1 Jahr dann komplett sozusagen kostenfrei fahren. Das check ich jetzt gerade erst. Viersitzer. Da können 4 Leute sitzen, also ganz schön kleine 4 Leute. Aber es geht, hier sind Plätze. Wir sind drin, Fahrer wechseln, sagt es. Und Pfeil auf mich. Drive, Sportplatz. Pfeil auf mich war da. Sportplatz. Jetzt bin ich gespannt auf den Sound. Ja. Ich fahre erstmal ein bisschen durch die Gegend, bevor ich hier den Motor aufhole. Ist ja euer Auto, ne? Ist ja nicht mein Auto. Ja. Also ich finde, es fühlt sich so ähnlich an wie beim GTC, um ehrlich zu sein. Man sitzt voll tief. Wir machen mal einen normalen Modus, nicht Sportmodus. Fühlt sich, du sitzt tief. Sehr cleanes und direktes Fahrwerk. Ich mich anhöre. Digga. Ne? Aber es ist wirklich so, das kommt halt direkt rein. Und wenn keine vier Leute mitfahren, habt ihr auch hier auf dem Beifahrersitz ordentlich Platz. Und es ist geil, ne? Dass man so, also dieses Feeling, Porsche fahren, ist auch geil. Wir sind jetzt hier auf so einer Landstraße, man kann hier 70 fahren. Und ich werde mal manuell schalten, okay? Weil ihr habt hier so Schaltpedal, da könnt ihr auch manuell schalten. Eli! Eli! Junge. Sehr, sehr cool. Dieses manuelle Schalten macht sehr Bock. Man kann hier die Modus auch wechseln. Es gibt normal, es gibt Sport, Sport Plus, individuell. Was ist Wett? Wett, weißt du? Was ist Wett? Nass, Wett. Ah ja, klar. Das, oha. Also das finde ich immer sehr geil, dass du nicht unbedingt dieses komplett immer Gegen fahren musst. Tank sparen, 30, neben mir dann oder neben euch dann eure Freundin, gutes Wetter, ihr fahrt einen Porsche durch die Gegend. Ist geil. So, das könnte es aber auch schon gewesen sein mit dem Gewinnspiel. Fritte geht ans Steuer. Denkst du, ich bin SpongeBob oder so? Komm, als erstes anschneiden, Motor anlassen. Komm, Auto. Gib mir den Daumen. Ich sage, ganz langsam. Kannst du fahren? Fahren wir Sport bloß an? Ja, Sport. Sport. Nicht Sport bloß. Aber guck mal, wie laut der ist. Also ihr habt es gesehen, da waren gerade so 48 oder so, ne? Ich hab Gib mir den Daumen. Ich war bloß. Vorfahrtsregel beachten. Ja, sehr gut. Lass es durch. Wenn du kannst, dann kannst du. So, bist jetzt ein bisschen gefahren. Ja, deine Meinung? Macht Spaß. Also ich dachte, ich habe den weniger unter Kontrolle, aber ich bin ein guter Fahrer. Also es macht Spaß. Macht Laune, ne? Bei meinem Auto lächle ich nicht so. Die Bilder sind im Kasten, die Videos sind im Kasten. Jetzt wird noch das Bürokratische erledigt. Wenn ihr das seht, sollte das Gewinnspiel eigentlich schon online sein. Wie gesagt, da stehen nochmal alle Bedingungen, die ihr machen müsst, um zu gewinnen. Ist alles umsonst natürlich, Freunde. Müsst uns auf YouTube und auf Insta abonnieren, also reinfolgen. Ja, direkt reinfolgen, passt. Ihr müsst uns auf Insta und YouTube folgen, VitaWelt und Delay Sports auf Insta folgen und Hermes Lux auf Insta. Sydney hat sich gerade umgelogen, ich glaube nicht von ihr, von einer anderen, gefühlt 5 Minuten lang TikTok. Der geht zu lange in die Richtung. Hallo, hier ist die TikTok-Vlog angeguckt. Du lässt mich aus, wegen meinem Elden Ring. Ja. Das ist 1000 Mal schlimmer. Nö, also ich hatte schon 3 Mal eine Werbung in der Hose. So. Gehen wir jetzt was essen? Moriki heißt der Laden. Hat Willi uns gesagt. Digga, der Laden ist so voll, wow. Es ist, da waren so viele Anzüge drin. Es ist 13:30 Uhr. So viele Banker waren da drin. So viele Geschäftsgespräche waren da gerade am Start. Jetzt müssen wir 20 Minuten warten, bis wir rein dürfen. Aber der Laden sah vielversprechend aus. So, wir sind jetzt hier im Laden angekommen. Digga. Aber ich wollte gerade was bestellen. So ein Salat, ja. Da meinte Sydney, bestell dir auch rein, weil ich teile meinen nicht. Digga, der Laden knallt so rein. 6 Maki Thunfisch kosten hier 13 Euro. Thunfischbauch Imperial Kaviar. 28 Euro für 6 Träger. Digga, es ist so voll und die sitzen so voll viele Macher auch irgendwie. Hab ich das Gefühl.
Hä? Und wir sind auch hier. Dieser Thunfischbauch, gehackte Frühlingszwiebeln, das soll sehr, sehr krass sein. Das habe ich schon öfter gehört. Und die haben verrückte Rollen, so. Acht Inside, Outside, Krebsfleisch, Avocado, Gurke, Wasabi, Spicy Mayonnaise und keine Ahnung was. Also hier ist schon krass. Ja, ist sehr teuer, muss man sagen. Die haben auch Nigiri Wagyu Tenderloin. Es ist 14 Uhr auf einem Mittwoch. Es ist voll, rappelvoll. Hier gibt es keinen einzigen Platz mehr. Wie sieht denn das aus, wenn du so Freitag, Samstagabend hier hingehen willst? Wir gehen hier essen. Wir dachten gerade so 13:30 Uhr, okay? Oh, Prost. Vorspeisen sind da. Wasabi. Wir sind Experten. Ja, bei Garnelen sind wir echt Experten. Und hier so verschiedene Wasabi-Mayo, Trüffel-Mayo, Chili-Mayo, Honig-Mayo. Das ist der Salat, den Sidney nicht teilen wollte. Deswegen haben wir uns beide einen bestellt. Alter, das ist die Vermasse aus. Ich find, deine sind dicker. Meine sind eine 8, würde ich sagen. Deine sind eine 8,5. Aber ich bleibe dabei. Adas Garnelen sind besser, ja. 241 für zwei Personen. Wir haben ein bisschen mehr bestellt als zwei Personen. Aber wir haben fast alles geschafft. Haben ein bisschen mitnehmen lassen. Schon krank. So, Freunde, wir sind auf den Weg nach Hause. Es ist 18.52 Uhr. Ich bin in 38 Minuten live. Ja. Bist du müde? Ja. Ich bin müde. So, ich bin gerade zu Hause angekommen. Es ist 19.33 Uhr. Der Stream geht jetzt online. So bis 0 Uhr, 0.30 Uhr würde ich schätzen, geht der ganze Lachs jetzt. So sieht es dann aus, Freunde. Das ist der letzte Part, den ich heute noch mache. Heute mal kein Stream bis 3, 4 Uhr morgens. Muss morgens auch wieder früh aufstehen. Deswegen in Anführungszeichen nur ein 5-Stunden-Stream. Das ist ja für meine Verhältnisse nicht so lange. Das ist halt immer Abendprogramm, ne? Streaming. Es geht nichts über Streaming. Streaming muss immer sein. Also, wir sind jetzt seit 4 Stunden 40 online. Ja, hallo YouTube. Es ist 0.14 Uhr. Mach hier noch entspannt, ein bisschen ausklingen. Und ja, melde mich nachher nochmal. Okay, Freunde, das war's vom Stream. Also vom Video auch. Der Eli Jello ist komplett am Ende. Ist jetzt 1 Uhr ungefähr. Ich muss einfach wieder in 4 Stunden aufstehen, ne? In 4,5 Stunden ungefähr, weil ich morgen früh nach Zürich muss. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die letzten 2 Tage habt ihr ja so gesehen. Das ist nicht immer so, ne? Also ich mache eigentlich immer relativ unterschiedliche Sachen. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze enjoyen. Und ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick zeigen. Wie gesagt, sowas kommt 1 bis 2 Mal die Woche. Nächstes Mal kann ich sowas wieder machen. Macht mir Spaß. Das Streamen nimmt halt immer ganz schon viel Zeit ein, aber das ist das Wichtigste in meinem ganzen Business, sage ich mal. Ohne die Streams würde ich mich auch voll unwohl fühlen. Das ist wie so ein, ich habe dann so eine innere Unruhe. Na gut, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir brauchen gar nicht mehr so viel zu den 1,2 Millionen. Kuss geht raus und wir sehen uns.